Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich musste mir mal schnell mein Unboxing-Messer nehmen und endlich ist es da. Endlich von, wie ihr seht, 1&1. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich werde demnächst bald hoffentlich eine 50.000er Leitung haben. Ich habe das ja schon mal gedacht. Ich hatte mich ja dann angemeldet für die 50.000er. Wartet mal, der Musikmarkt, das ist persönlicher. Ja, ich hatte mich angemeldet für eine 50.000er, musste dafür so ein Tablet mit dazu nehmen. Habe ich euch ja Videos gemacht, weil das gab es nicht ohne Tablet. Gab es halt nur Vorvermarktung mit diesem Tablet. Was ich jetzt in Zukunft, was ich in letzter Zeit ja nicht mehr benutzt habe, liegt einfach nur noch da. Und dann bin ich umgezogen und im April haben sie mir dann angerufen von 1&1, haben gesagt, nö, geht nicht. Wir müssen dich aus dem Vertrag rausnehmen, du musst wieder normal 16.000, weil Telekom sagt, ist nicht. Sag ich, ist okay, machen wir. Tablet habe ich halt nur hier, musste ich halt 5 Euro mehr bezahlen, weiterhin. Und Grund ist halt, Telekom sagt, ey, da wird nicht ausgebaut, da passiert nichts. Im April. Mai? Ende April, Anfang Mai, sehe ich, wie sie hier neue Kästen hinbauen. Etwa 3 Wochen, nachdem ich die Absage gekriegt habe. Ja, beziehungsweise, ja, ich hatte ja nicht mal letztens einen Router gekriegt, hier ist jetzt ein Router drin. Und dann sehe ich, wie sie hier aufbauen. Ich auch, nö, ist uns nicht begonnen. Ich in der Stadt drin zum Telefon-Fuzzi und sage, ey, ja, wird ausgebaut. Quatsch hier die Typen an. Ja, wird ausgebaut. Wir können nicht Antwort geben, können kaum Deutsch. Frag Chef. Weiter unten. Weg runtergelaufen, hab dann den Chef angehauen. Ja, hier kommen noch die Telekom-Leute, die bauen nicht dann drin. Wir stellen erstmal die Kästen auf und ziehen die Kabel durch. Die werden hier durch die Erde durchgeschossen und so. Sei geil. Und seitdem warte ich. Und dann war ich vorige Woche, rufe ich bei 1&1 an, um zu fragen, um nachzufragen, wie es jetzt nur aussieht. Und weil ich wusste, ich sitze wieder ein bisschen weit in der Warteschlange, weil es tagsüber war, habe ich gedacht, gehst du mal auf die Webseite, geh in mein Kundenkontrollcenter. Ich gehe in mein Kundenkontrollcenter, gehe auf meine 16.000er Flat, gehe auf Vertrag ändern, Vertragsoptionen, nee, was stand da? Tarifwechsel stand da. Gehe ruf, bumm. Dann in dem Augenblick geht 1&1 ran, sage ich, ey, will ich haben. Können wir nicht, gibt's hier nicht. Und dann gucke ich, da im Kundenkontrollcenter stand eine andere Nummer. Sage ich, ist okay, rufe ich die Nummer an, die da steht. Ich die angerufen, weil da war nicht so ein Button für auswählen, da war nur telefonisch, stand da und dann so eine Telefonnummer, habe angerufen. Ja, kein Problem, machen wir. Sag ich, ja. Und ich habe jetzt auch eine neue Box. Jetzt ist es so bei 1&1, ich musste für die Box 20 Euro bezahlen. 9 Euro für den Versand muss ich bezahlen. Also weiß ich nicht. Also ich bin mit 1&1 vom Kundendienst bin ich echt zufrieden. Ich anrufe, zack, boom, einer dran, alles kein Problem. Aber wenn man sich das anguckt, wenn man ein Handy kriegt beim anderen Hersteller oder Router bei Vodafone oder was weiß ich, dann zahlen die das. Hier muss ich selber bezahlen. Man kriegt einen Gratis-Router. Hier muss ich noch, war früher bei 1&1 auch so, da hat man das normale Modell gratis gekriegt, dann gab es eine Luxusversion, da muss man mehr bezahlen. Ja, hier muss ich jetzt komplett selber bezahlen. Und zwar, was haben wir denn hier? Wichtig, Unterlagen. Oh, wichtige. Wird extra nochmal betont, dass es wichtige Unterlagen sind. Dann haben wir Schnellstart, Anleitung. Ja, die brauchen manche, ich brauche sie nicht. Ja, hier steht halt nur drin, dass ich es mit einem Kabel an eine Dose anschließen soll. Und dann wäre halt auch gut, wenn ein Kabel vom Router halt zum PC geht. Ja, und halt ein Telefon wäre halt auch günstig, wenn es dann mit einem Kabel denn da dran ist. Ja, wäre halt schon mal vom Vorteil. Und
dass der Stromkabel, wo der rankommt und dass der Stromkabel, nee, wo ist Strom da? Und dass der Stromkabel halt auch in eine Steckdose kommt, dass der Router halt Energie hat. Im Prinzip für mich ganz logische Sachen. Ach du Scheiße. Leck mir am Arsch, das ist das Handbuch. Das liegt hier jetzt einzeln drin. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre im Karton. Leck mich am Arsch. WLAN, ist eigentlich alles. Hier stehen eigentlich nichts Neues drin. So Router verbinden und so. Das Benutzeroberfläche, mit, wie ich mich mit meinem Passwort anmelden kann. Ja, das weiß ich doch alles. Und Security und was kann man hier noch? Willkommen bei 1 und 1 Update, Upload Manager. Was für ein Upload Manager? Upload Manager, 1 und 1 hat einen Upload Manager, den habe ich ja selber noch gar nicht. Aha. Ja, da muss ich mir doch mal hier so ein bisschen online, achso, das ist der Online-Speicher, na den habe ich sowieso. Ich gucke gerade, ob man hier noch was sieht, irgendwas, Service. Ja, hier stehen halt die Telefonnummer von 1 und 1, FAQ und Schnellwahl und hast nicht gesehen. Und hier, dass man das überprüfen kann, wie viel verfügbar ist und so. Ja, das sind alles normale Sachen. Die brauchen wir jetzt nicht. Und hier haben wir jetzt unser, nicht unser, meine neue Box. Endlich ist sie da. VDSL. VDSL. Ich bekomme endlich vernünftig Internet. Das Ding kann WLAN, Voice-over, IP und deckt halt. Das ist geil. Also Deck kann ich euch empfehlen. Also das ist richtig geil. Da kann man ein Fritzbox-Telefon anschließen und man hat nur so eine Basisstation zum Laden und das, ja, also nicht mehr, was man eine Basisstation, was man damit verbinden muss. Absolut genial. Medienserver NAS, das ist auch wichtig. Den benutze ich ständig. Ja, an der PS3 oder so. Und an der PS4 gibt es das ja auch jetzt. Gigabit LAN. Ja, ich hoffe, dass jetzt beide Gigabit oder ich habe ja hier sogar, glaube ich, 4. Weil mein alter Router, der hat 2 Ports, 2 verschissene Ports. Und von diesen Ports ist einer ein Gigabit-Port und der andere ist 100, noch was, also Kabelzähl, lächerlich, lächerlich. So, hier haben wir nochmal, deckt halt so ein Fritzbox-Telefon. Das werde ich mir vielleicht irgendwann auch nochmal holen. Das mache ich mal so, da seht ihr das besser. Hier habe ich noch einen WLAN-Repeater, haben sie hier noch abgebildet, dass man das WLAN-Signal halt verstärken kann. Den habe ich bei meinem Vater drin. Also für meinen Vater gekauft und für meinen Vater eingerichtet. Das Ding funktioniert astrein. Also richtig geniale Sache. Hier WLAN, WLAN. Also das hat jetzt zweimal WLAN. Das hat einmal dieses normale für Smartphones in 2,5 und in 5 GHz oder wie das heißt. Oh. Aber ich gucke gerade, wie der Router heißt. Das war irgendeine 74, 34, keine Ahnung. Schieß mich tot. Da. 73... 62 SL. Ich habe schon wieder eine SL. Ja, vorher war immer nur Zahlen, jetzt habe ich mal wieder eine SL. Und ich habe sogar jetzt 4 LAN-Ports. Gut. Jetzt brauche ich keine 4 LAN-Ports mehr. Mensch, Herrgott im Himmel, weil jetzt habe ich ja DLAN. Ja, mein Router ist im Flur, der geht von da aus in eine Steckdose und dann geht es hier und dann habe ich hier meinen Verteiler. Aber okay. LAN an Play Spielekonsole. Na, dann werden wir mal weiter auspacken. Werden wir mal gucken, wie das schöne Stück jetzt aussieht. Werden wir mal gucken, wo haben wir hier noch irgendwo Klebeband. Ja, hier oben haben wir Klebeband. Hier haben wir auch Klebeband. Oh, endlich hält bei mir die Zukunft Einzug. Ich bin ja mit meinem bisschen hier, mit meinem bisschen Internet, mit Afrika DSL bin ich ja hier hingeschippert. Und jetzt hier haben wir denn nochmal so ein so eine Servicekarte von 1 und 1, wo halt Telefonnummer und so drin steht, dass man da sich helfen lassen kann. Und hier haben wir nochmal Benutzeroberfläche der Fritzbox, wird hier nochmal gezeigt. Und ja, den, mein WLAN-Schlüssel, den ich sowieso ändern werde. Und ja, okay. So, was haben wir hier drin? Oh, der ist aber recht groß. Der ist so groß wie der Home-Server von meiner Mutter. Der hat aber auch nicht VDSL. So, ich packe erstmal alles aus und dann kann ich euch das genauer sagen, was hier drin ist. So. Ui. Leck mich am Arsch, weil wird laut. So. So, wir haben einmal logischerweise ein kurzes, ja, LAN-Kabel mit bei.
erstmal hier wieder alle so machen, dass ich dazu machen kann. So. Dann haben wir einmal so ein längeres Kabel. Ich empfehle euch auch, die Originalkabel zu benutzen und nicht mit irgendwelchen Adaptern oder so zu arbeiten, weil das kann zu Problemen führen. Dann haben wir ein Stromkabel, logischerweise, weil das Ding muss auch an Strom. So, und dann... Ups! Folie gleich mal abmachen. So. Und da haben wir das gute Stück. Sieht das nicht geil aus? Power, Phone, deckt, WLAN, Info, 1 und 1, Home Server, VDSL, da steht es auch nochmal, endlich. Ja, und dann haben wir halt hinten DSL und Phone ist da. Dann haben wir da ein USB, 4x LAN-Anschluss und dort den Stromanschluss. Dann haben wir dort einen zweiten USB-Anschluss und hier haben wir nochmal einen Phone-Anschluss. Ja, und somit hält jetzt hier bei mir die Zukunft Einzug. Ich habe eine VDSL-Box und laut 1 und 1 brauche ich das jetzt, kann ich das jetzt schon benutzen. Das funktioniert mit meinem ADSL 2, was ich jetzt habe, genauso wie mit VDSL. Und ich soll das einfach schon mal einrichten. Und sobald das verfügbar ist, das VDSL, das angeklemmt wird bei mir, geht da so ein Schalter an, in der Nacht irgendwann, keine Ahnung, in der Leitung, irgendwo wird dann was umgeändert und dann nächsten Tag stehe ich auf, guck ran und habe 50.000. Ja. Ob ich da dann nochmal informiert werde, wann das jetzt soweit ist, wann ich 50, weiß ich nicht. Also die haben nur gesagt, anschließen, machen und warten und dann guckt. Und laut 1 und 1, ab dem Tag, wo ich den Router habe, oder die Bestellung gemacht habe, oder Router, keine Ahnung, ab da sollen es wohl so zwischen 2 bis 10 Wochen sein, bis dann das angeschalten ist. Ja, wir haben jetzt Mitte Juli, meine Informationen von meinem Vermieter sind, also von der Genossenschaft sind, dass das wohl im August soweit sein soll, also sind das nur noch 2 Wochen und dann habe ich VDSL und wenn das wirklich so klappt und ich wirklich meine 50.000er Leitung habe und vernünftig eine Bandbreite habe, dann kann ich auch mal mit dem Onkel über SharePlay was zocken und ich kann dann auch streamen. Das heißt, dass ich ab und zu dann mal, wenn ich zocke, einfach mal einen Stream anschmeiße und mit euch dann oder für euch streame und eine Runde zocke. Das werde ich wahrscheinlich bei Assassin's Creed machen. Da werde ich dann auch ein bisschen mundfaul sein, da braucht ihr euch nicht wundern, weil Assassin's Creed ist so ein Ding, wo ich sage, da tropft mir halt der Zahn und da, wenn ich das spiele, da bin ich komplett im Spiel drinne. Da ist nicht mehr viel mit reden. So. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich baue mir jetzt meinen Router an. Ich wünsche euch was. Ahoi, sagt euer Odin. Ach so, ein Daumen wäre nicht schlecht, wa? Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen, wa? Ahoi.